Wir sind wieder hier im Indie Arena Booth und wir schauen uns das Spiel Speaking Simulator an und bei mir ist... Hi Jordan, und du kommst aus Australien hierhin. Ja, war eine weite Reise, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wert. Ja, das hoffe ich doch. Wir haben das Spiel vor der Gamescom schon gesehen und wir haben gesehen, dass du ihr das Spiel ausstellt und ich dachte mir, wir schauen uns das Spiel doch mal an. Aus dem ersten Grund natürlich, weil es ein Simulator ist, aber auch, weil es sehr, sehr witzig aussieht. Das ist natürlich großartig. Also, springen wir doch mal rein und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das Spiel funktioniert. Ja, ja, sehr gerne. Wir drücken mal hier auf Play. So, also das Erste, was hier passiert, ist, du findest heraus, dass du dazu da bist, die Menschheit zu zerstören. Du bist ein Roboter, aber du musst jetzt erstmal den perfekten Roboter erstellen. Naja, der sieht mir doch schon ziemlich ähnlich. Perfekt, oder? Ja, perfekt. Als Erstes lernen wir es erstmal, wie wir spielen. Wir benutzen die Maus, um den Mund zu bewegen in die Richtung der Pfeile. Oder wir können den Mund auch breiter machen mit der Maus. Damit lernen wir, wie wir Geräusche machen. Und wir können mit WASD die Zunge bewegen und auch damit Geräusche zu machen und Laute zum Sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird. Ich habe mir die Videos angeguckt auf YouTube und die sehen so ein bisschen aus wie, als wenn es sehr schwer ist zu spielen. Ja, es ist sehr einfach zu erklären, also wie man die Sachen bedient, aber in der Realität ein bisschen schwerer es hinzubekommen, wie es funktioniert. So, das erste Level, wir gehen zu einem Date und Karen ist aus der HR in der Firma, in der wir gerade arbeiten. Und das erste ist mal sehr einfach. Wir wollen einfach nur sagen, hello, fellow human, zu Karen. Gibt es da irgendeinen Bezug zu dem Text, die Bewegung? Ja, also das ist alles, hängt alles zusammen. Also Karen sagt, sie mag mich und jetzt... Und jetzt muss ich natürlich nothing sagen, muss ich meinen Mund schließen und öffnen und die Zunge nach oben packen, den Mund öffnen, nothing. Naja, also wir nähern uns der Sache so ein bisschen, die Zunge ein bisschen zurückziehen. Ist, jetzt muss die Zunge nach oben. Ich versuche das gerade witzig zu machen, na, I. Zunge runter, Mund schließen. Just. Ja, also. Es basiert so locker eigentlich so da drauf, aber es ist natürlich auch ein bisschen vereinfacht, damit es auch ein bisschen mehr Spaß macht. Wenn es zu realistisch wird, dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, die Zunge in die richtige Position zu packen, in der man jetzt sprechen müsste. Ja, das könnte ich verstehen. Das könnte sehr, sehr schwer werden. Ja. So. Karen sagt uns jetzt, dass sie mich sehr gern mag. Und du sagst natürlich jetzt den tollen Satz. Ich muss zugeben, dass ein warmblütiger Mensch ich dich sehr attraktiv finde. Ja, also es ist natürlich wichtig, dass wir in jedem Satz betonen, dass wir menschlich sind. Ja, auf jeden Fall. So, was man hier sehen kann, da entsteht ein roter Knopf. Und wenn man den berührt, dann gehen Dinge schief. Das sieht man hier am Gesicht. Ja, das sieht natürlich sehr natürlich aus. Wir sind ein ganz natürlicher Mensch. Gar nicht misstrauenserweckend. Ja, also immer, jedes Mal, wenn irgendwas schief geht, hier brauche ich zum Beispiel zu lange, dann geht auch im Roboter mechanisch irgendwas falsch. Also zum Beispiel hier, na, da die Augenbrauen bewegen sich, die Lippen schwellen an. Aber wir können trotzdem weitersprechen. Sie ist ein bisschen misstrauisch, aber noch nicht zu misstrauisch. Nein, also, wenn ich so eine Situation hätte, wäre ich jetzt auch noch überhaupt nicht misstrauisch. Also, wenn jemand in Funken aus deinen Augenbrauen kommt. Also, man sollte Leute natürlich nicht auch einfach fragen, ob jemand ein Roboter ist. Da muss man sich schon sehr sicher sein. So, ich mache jetzt mal hier weiter. Ja. Und das haben wir gut hinbekommen. Ganz normales menschliches Gesicht. Kein Problem. Und was ist mit ihr jetzt?
Lass uns doch einfach etwas trinken gehen. Lass uns was trinken und ich erzähle dir mehr über mich. Klingt also ganz gut. Ja. Aber wir sind natürlich ein Gentleman in dieser Situation und wir kaufen natürlich jetzt für sie einen Drink. Der Satz gibt natürlich auch wieder sehr viel Sinn. Das ist ganz normale menschliche Sprache. Also wir haben das Spiel natürlich nicht gemacht, um Leuten Englisch beizubringen. Es wird vielleicht gut sein für dein Vokabular, aber für deine Satzstruktur nicht unbedingt. Und dann das kommt ein bisschen drauf an, zu wem man spricht, oder? Ja, das stimmt natürlich auch. So, dann machen wir es ein bisschen verrückter. Also, ich habe natürlich dieses Spiel gebaut und ich bin jetzt halbwegs gut da drin. Also, ich versau's zumindest nicht komplett. Lass uns einfach mal so ein bisschen die roten Knöpfe extra drücken. Die Uhr oben links, was sagt die? Das Ding da. Das ist so eine Art Druckanzeige. Also wenn du Fehler machst, dann sieht man hier die Suspicion, also das Misstrauen geht hoch und das bedeutet, mein Kopf ist unter sehr viel Druck und je mehr Druck ich habe, desto schlimmer können Dinge falsch gehen. Oder schief gehen. Wenn wir zum Beispiel das jetzt hier machen, ja, da explodiert mein Gehirn. Und jetzt kommen immer mehr und mehr Symbole, die mir halt anzeigen, also wie viel, je mehr Symbole da sind, zeigt mir dann an, wie schlimm es wird. Ja, genau, also es wird umso schlimmer. Ja, und das ist jetzt das ganze Gameplay, oder? Es wird nur immer von mehr schwieriger, oder? Ja, also es wird immer schwieriger. Wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen besser wäre und aufhören würde, hier rumzusacken. Machst du das jetzt extra, oder? Oder ist es auch für dich so schwierig, so zu sprechen und das Spiel zu spielen? Ja, beides ein bisschen. Wir haben es gleich. Also entweder wegen dem Glitch oder diese Position ist ein bisschen ziemlich schwer. Wir versuchen aber trotzdem mal eben den kompletten Satz zu sprechen. Das sollten wir schon irgendwie hinbekommen, ist nicht ganz so schwierig. Ich habe auch irgendwie einen Fehler, der meine Zunge immer so ein bisschen in eine falsche Richtung bewegt. Also wenn man einen Fehler macht, dann wird es auch noch härter. Ja, also es kann sehr schnell sehr verrückt werden. Man muss sich ziemlich schnell auch daran anpassen, was auch im Mund passiert. Das ist so spannend. Mir fällt es gerade schwer, hier eine Frage zu stellen. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich komme hier schon durch. Und ja, sie mag mich immer noch. Ja, das ist doch großartig. Ich frage mich, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, da waren einige Dinge da, die dazu beigetragen haben. Wir haben Animation gelehrt für Schüler, Studenten. Und die mochten es halt sehr, wie man Gesichter positioniert und bekloppte Sachen damit macht. Und dann haben wir überlegt, machen wir doch ein Spiel draus. Und parallel dazu, wenn du schon mal so ein Spiel von Robotern, wenn du schon mal gesehen hast, wie Roboter versuchen mit Menschen zu sprechen, das sieht halt irgendwie albern aus, ne? Die klingen komisch, das sieht komisch aus. Oh nein. Ich bin gestorben. Okay, lass uns mal gucken. Oh, da ist ja doch noch mehr. Upgrade Station und Missionen. Ja, also wir haben verschiedene Missionen hier. Diejenige, wo ich jetzt gerade gestorben bin, 65% von der Date-Mission haben wir also geschafft. Dann kommen wir hier zum Job-Interview im Büro, das wir bestehen müssen. Und wenn wir das bestanden haben, dann haben wir hier ein Business-Meeting und eine medizinische Untersuchung. Und du musst dich auch an einem Türvorsteher vorbeiquatschen und du musst tanzen. Also es ist nicht nur sprechen, es sind auch ein paar andere lustige Sachen dabei. Also habt ihr mich reingelegt mit dem Namen Speaking Simulator. Ja, also das meiste ist schon, dass man sprechen muss im Spiel, aber es gibt auch andere Sachen. Okay, und dann haben wir die Upgrade Station. Da können wir die Roboter also upgraden. Wir machen ganz einfach. Upgrade, Mund auf, Zahn rausnehmen und da ist ein Chip drin. Und da können wir festlegen, wie man sich verhält. Jetzt können wir zum Beispiel die Smiling-Fähigkeit erwerben. Und jetzt muss ich natürlich auch lächeln, damit die Sachen richtig gehen. Moment, die Upgrade-Station macht das Spiel schwerer? Ja, aber man bekommt natürlich auch mehr Punkte. Also,
um die Highs, wenn du höhere Highscore haben willst, dann musst du alle Upgrades bekommen. Ah, verstehe. Okay, dann wollen wir mal gucken, wie sich das anfühlt. So, jetzt sind wir wieder zurück beim Date. Und jetzt versuche ich mal ein bisschen schneller durchzugehen. Aber jetzt können wir auch hier den Roboter lächeln lassen mit dem Slider hier. Und wir reden einfach mal weiter. Hast du jetzt kein schlechtes Gewissen, dass du ein Spiel machst, welches Robotern ermöglicht, die Menschheit zu erobern? Naja, also wenn man am Rand der Wissenschaft steht, so wie wir, dann muss man so ein Risiko eingehen, ansonsten wird aus uns ja nichts mehr und wir kommen nirgendwo hin. Ja, natürlich. Also, jetzt fallen die Zähne raus, aber die Zunge ist noch da. Ja, also die Zähne können aus unterschiedlichen Gründen rausfallen, wenn man zum Beispiel mit der Zunge zu hart da zu schnell dagegen schlägt oder das den Mund zu schnell zumacht oder den Kopf zu schnell schüttelt. Also auf sowas muss man achten und sicherstellen, dass man immer lächelt. Das ist natürlich immer gut, wenn man beim ersten Date lächelt. Also wir nehmen jetzt den Sound vom Spiel auf, aber ich kann ihn hier im Moment nicht hören, weil es Gamescom ist und es ist laut. Hören wir auch unsere Versuche zu sprechen? Ja. Man sieht hier in dieser Textbox unten, dieser Karaoke-Box. Das ist der Teil, den wir gerade versuchen zu sagen. Die Teile in grün, die habe ich schon gesagt. Und wenn ich einen Fehler mache, dann wird es rot. Aber ich muss es trotzdem noch zu Ende sagen, auch wenn ich es schon irgendwie versemmelt habe beim ersten Mal. Aber gibt es denn auch Sound-Output? Ja, also die Wörter, wenn du sie sagst, kommen auch aus dem Mund dann quasi raus. Also jetzt mache ich hier einen langen, langen Sound und lächeln dabei. Und du hörst dann jedes Teil von dem Satz herauskommen, wenn du den Satz sagst. Okay, also das sieht ja schon mal ganz großartig aus, aber ich glaube, du hast auch ziemlich viel geübt. Ja, ich habe zu viel dieses Spiel gespielt, also viel zu viel. Wenn du Fehler machst, dann machst du auch andere Sounds. Dann machst du auch so ganz komische Geräusche wie blablabla. Irgendein Sound, den halt Roboter machen würden. Und um Menschen wissen zu lassen, heimlich, dass die Roboter sind. Also ich habe also sehr viel Spaß gehabt bei dieser Aufnahme. Also erstmal bei dem Interview jetzt gerade, das Interview zu machen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, wie sich das dann auch im Recording als Sound anhört. Ja, also das ist total bekloppt. Karen spricht auch irgendwie nicht richtig. Sie spricht so in Simlish, also ähnlich wie die Sims sprechen. Ja, also ich erinnere mich. Also ja, und so, das macht es natürlich ein bisschen leichter. Und du bist die einzige Person, die hier wirklich dann auch Englisch spricht. Und ihr habt uns gesagt, dass ihr das Spiel für Studenten gemacht habt oder mit Studenten an der Universität oder wie? Nein, es war nicht für die Studenten, es war... Wir hatten die Idee, also wir haben gesehen, wie viel Spaß sie mit den Animationen hatten und dann hatten wir die Idee, das zu machen. Das Spiel ist dann quasi für jeden. Wenn du also glücklich sein willst und lachen, dann haben wir für dich dieses Spiel gemacht. Also das ist total bekloppt und komisch und... Wie war denn dann der Entwicklungsprozess? Habt ihr das in der Klasse gemacht? Nein, nein. Wir haben ein Office Space, wo wir arbeiten und... Also in der Schule als Kurs machen mit den Studenten, das wäre zu ablenkend. Außerdem wollen wir denen auch Sachen beibringen. Und ich glaube, dieses Spiel bringt dir nicht so viel bei. Gibt es denn noch mehr Elemente vom Spiel, die wir noch sehen können? Also, wenn man ein bisschen weiter voranschreitet, ich glaube, das ist, wenn... Also, ich brauche jetzt hier ein bisschen länger, als wenn ich... Also, während ich ein Interview gebe. Aber wenn man... Also, es gibt demnächst noch mehr Dinge, die man hier im Gesicht kontrollieren muss. Zum Beispiel die Augen, indem man sie hin und her zieht. Man kann auch die Augenbrauen kontrollieren, also heben und senken und somit unterschiedliche Gesichtsausdrücke machen. Das ist alles auch ein großer Spaß. Okay, wir haben es geschafft. Das erste Date, easy peasy. Kein Problem. Und hey, sie hat es gemocht, ne? Ja. Und wir haben jetzt noch Level Up. Level 3. Was bedeutet das? Immer diese Piloten. Wir können jetzt weitere Upgrades kaufen. Zum Beispiel Lächeln. Wir haben jetzt hier in der Demo haben wir ein paar für die Gamescom Updates
deaktiviert, damit wir noch ein paar neue Sachen haben, wenn wir releasen, aber... Wir haben jetzt zum Beispiel linguale Hydraulik, kinetische, auditorielle Response-Systeme und alles wichtige Dinge, die man braucht, wenn man mit einem Menschen kommunizieren will. Ja, natürlich. Also, ich habe jetzt nicht alle Dinge verstanden, von denen du sagst, aber ich habe zumindest einen Eindruck, was es sein könnte. Gut. Ich denke, an diesem Punkt kommen wir zum Ende mit dem Interview. Ich danke dir sehr, dass du uns das Spiel gezeigt hast. Ah, sehr gerne. Wann kommt das Spiel raus? Das Spiel sollte früh Anfang nächsten Jahres rauskommen. Wir müssen jetzt noch ein paar Bugs rausbauen. Wir sind schon in Steam und auf der Wunschliste könnt ihr uns packen und könnt auch den Updates folgen. Ja, vielen lieben Dank für die ganzen Informationen und die finale obligatorische Frage am Ende, wie immer. Und wenn ihr wollt, es gibt auch eine Beta da draußen, da könnt ihr dann auch mitmachen, geht einfach auf unsere Website und ihr könnt ein Sign-up machen und dann geht's los. Danke sehr, sehr gerne.